Ja. Flupp. So, vielleicht sollte ich mich auch anschneiden. Tja, also da habe ich also doch ganz schön viel Betrieb auf so einem Sonntag, ne? Ja. Ach, da steht auch was. Finde ich Happy ganz gruselig. Meine Pumpi geht fleißiger. Ja? Ja. Jetzt bitte nicht erschrecken, weil ich muss meine Pumpi rein. Ach so, ja, aber... Happy dreht gleich ab, nur als Info. Setz dich vernünftig hin. Mach deine Bügel klar. Guck doch einfach woanders hin. Das ist so einfach. Oh. Funktioniert. Ja, das mache ich ja immer. Wenn ich bald die Glotzen irgendwo versuche, schon bevor sie glotzen, in die andere Richtung zu stellen. Ah ja, jetzt wird er auch schneller. Happys neue Füße scheinen ihm auch gut zu gefallen, weil er geht jetzt vorne weg. Die sind jetzt so schnell, die neuen Hufe, dass er gar nicht mehr bremsen kann. Deswegen muss er ein bisschen aufpassen. Genau. Raucherlunge. Na, Zito, wie ist mit deinen neuen Füßen? Ich glaube, mir gefallen die. Kopf an Kopf rennen mit Zito. Zito zieht vorbei, eine Nasenlänge vorher. Kann er das Tempo halten oder sagt er zurück? Happy gibt Gas und... Naja, das war ein Foul. War ja ein Schrittrennen. Happy ist ausgeschieden. Happy geführt mit ruhiger Hand. Glaube ich. Ein Team. Zito gewinnt ganz klar. Da kannst du einen drauf lassen. Oh, Zito, Blödkopf, der ist genauso bescheuert wie Happy. So. Nach vorne und dann wieder nicht. Genau, ich glaube da hinten und dann wieder links. Ne? Ah ja, wir warten mal. Jetzt kriegen wir vielleicht auch mal AT ins Bild. Wieso? Mit dem wunderschönen Lächeln. Ja. Sie ist ja sonst selten zu sehen, weil sie immer hinterher reitet oder vorne weg. Aber dann ist sie ja nur von hinten zu sehen. Genau. Also eigentlich ist sie doch immer zu sehen. Nur nicht zu hören, weil sie kein eigenes Mikrofon hat. Ja. So, wie ist deine neue Weste? Du hast nämlich eine neue Weste an. Die ist richtig, richtig gut. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, die spürt man fast gar nicht. Die anderen sind ja auch ganz leicht, aber die ziehen mich immer so nach vorne. Und diese hier ist wirklich so, die zieht nicht, weil die nicht so schwer ist vorne. Und was ich ganz angenehm finde, ist irgendwie, dass hier so ein extra Täschchen ist für die Patrone.
Das war bei der anderen irgendwie auch zeitgleich mit nach innen ausgefüllt. Mit ein bisschen Oberweite drückt das. Also, ja, wir wollen ja hier keine Werbesendung machen für den Hersteller, weil der Hersteller mag uns, glaube ich, nicht. Und die haben auch das beschissenste Bestellsystem im Internet, was es überhaupt gibt. Ja. Aber die Dinger sind trotzdem gut. Ja. Nur leider ganz schwer zu kriegen. Ja. Aber auf irgendwelche Anregungen oder auf irgendwelche Anfragen im Internet reagieren die überhaupt nicht. Ziemlich arroganter Laden. Ja, die haben wahrscheinlich ihren Verkaufsmarkt noch nicht entdeckt oder es ist ihnen wirklich einfach egal. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Ist ja auch schön, wenn man das so kann. Vom Tragen her ganz, ganz toll. Ja, das macht sich vielleicht erstmal wieder. Theater. Ja, der macht das genau wie Happy. Der bleibt einfach plötzlich stehen, egal ob hinten einer raufrumst oder nicht. Aber Happy ist da eher ganz anders. Ich habe bei Tito gemerkt, dass als der ausgeritten ist, wenn du den lang lässt. Wir müssen hier links. Wenn du ihn lang lässt, das ist ganz macht kurz er das mehr. Ja. Wenn du ihn wirklich, ja, so wie es die Springreiter machen oder auch die Dressurreiter, so ein bisschen enger zusammenholst, macht er das nicht. Weniger. Wieder seine Staublunge. Wir sind hier übrigens im Wald, Waldstück von Löning-Böhnbunn, genau. Der angegliedert ist an dem Reitverein, wo wir auch Mitglied sind. Aber und jedes Mal Stress haben, wenn wir hierher kommen. Ja, das tut mir leid, das muss ich leider sagen. Naja, das gibt es woanders auch, glaube ich. Ja, das stimmt. Naja, und das ist übrigens das Reitgelände, wo auch Vicky früher immer mit Campino alleine ausgeritten ist und sich hier eigentlich total gut auskennen müsste. Aber, wie wir eben gesehen haben. Ich würde sagen, das ist ein ähnliches Phänomen. Das hat, glaube ich, gar nichts mit Ausreiten zu tun bei ihm, sondern Vicky kann zu Hause total toll reiten, also weil sie halt einfach ganz viel mitkriegt. Fährt sie dann zum Reitunterricht, zum Beispiel zu Svenja, bringt sie ihr Erlerntes von zu Hause nicht mit, sondern denkt, dass sie jetzt anders reiten muss und reitet nicht so, wie sie es gelernt hat und guckt, was sie noch ergänzen muss, sondern vergisst alles. Und ich glaube, das ist ja auch so, wenn sie alleine mit Campi durch die Gegend schüsselt, dann verlässt sie sich auf sich und auf das, was sie hier kennt und gelernt hat, reitet sie mit uns, wartet sie darauf, was man ihr sagt. Und was antwortet sie, wenn du ihr das mal sagst? Muss ich das wirklich vormachen? Nachmachen? Lieber nicht. Aber ich muss schon mal sagen, Campi. Sie sagt dann, oh Mama. Naja, wir wollen ja auch nicht Vereinsleben hochkommen lassen. Ja. Immer über den lästern, der gerade nicht in Hörweite ist. Kannst du uns hören, Vicky? Halbwegs. Ja gut, sie kann uns ja hören, dann ist es ja in Ordnung. Also, ich muss sagen, wir sind ja jetzt vor 2 Tagen bei dem orthopädischen Spezialisten für Hufbeschlag gewesen. Und Campi geht ganz anders. Wirklich ganz anders. Also es ist doch ein Unterschied, ob man einen ganz normalen Beschlag hat oder einen Spezialbeschlag, der genau das verbessern soll, wo die Pferde ihre Defizite haben. Ja. Es ist also wirklich enorm. Es ist auch auf diesen Drehpunkt wirklich irgendwie so ein bisschen einzuhalten. Und ich ziehe immer länger und ich mache immer flacher werden zu lassen. Daran Campi, den habe ich noch nie so gehabt wie jetzt. Dass das wirklich durch den ganzen Körper geht und dass er von sich aus fleißig vorwärts läuft. Ich habe das Gefühl, der kann richtig toll abrollen vorne. Und deswegen kann der auch richtig durchschieben. Warte mal. Lass mich mal drücken. Weg, ja. Ab und zu gibt es mit der Gerte mal für den Kameramann einen Schlag im Nacken. Das wird dann damit getan, dass da angeblich eine Fliege gesessen hat. Noch schlimmer. Happy, lass mich bitte nicht im Stall.
Also es war doch gut, dass ich die Pferde ein bisschen eingesprüht habe, weil hier ist Mückenangriff. Ja, ja. Gar nicht Fliegen, sondern Mücken. Ja. Das sind die Böenbundener Stechfliegen. Mit dem Weg bin ich ja noch nie gegangen. Ich sag ja, der muss weniger rauchen, der Kerl. Aber er kann es sich einfach nicht. Ne. Ja, aber wenn die nicht umgreift und wenn er so schön die Nase unten hat oder sowas, dann staubt es da ja auch dran. Ne, oder Campi furzt zu viel, weil er hat die Nase immer da hinten dran. Was ist denn? Ja, mein Pferd läuft auch immer top. Das fällt meistens im Schritt hin, wenn ich mich daran erinnern darf. Stolpert bei jedem zweiten Schritt, weil er sich in der Eisenlage hat. Ja, das stimmt nicht, dass er immer im Schritt hinfällt. Aber wenn er hinfällt, dann immer nur im Schritt. Das könnte eine Aussage von ihm sein. So, ist er jetzt schon viel gestolpert? Nö, bis jetzt noch nicht. Ist er schon fast hingefallen? Nein. Also, haben wir ja schon mal verbessert. Da. Ne, er hört uns halt zu. Vicky, weißt du noch, wofür diese komischen Dinger da sind? So, hier sehen wir ein ganz lustiges Gebilde mitten im Wald. Eine Heuraufe mitten im Wald. Die wahrscheinlich ganz viel Steuergeld verschlungen hat. Und wofür ist das? Für diese Frisbee-Scheiben oder so, wenn man Frisbee spielt und man die wirft und die da quasi drüber kommen, dann fallen die quasi wieder in dieses Netz oder so. Und wenn man nicht trifft, dann knallt es wahrscheinlich dem anderen, der dahinter steht, an den Kopf. Ah, ich glaube, das nennt sich Swing, ja. Swing-Golf. Also wer hier in diesem Wald ist, der kann mit Swing-Golf-Scheiben einfach drauf losschießen. Und wer hier langläuft, hat selber Schuld, wenn er so ein Ding an den Kopf kriegt. Weil die sind energiegeladen und wenn die da drüber kommen, dann wird denen die Energie entzogen quasi. Wenn die in die Ketten fallen. Ich würde sagen, dass Sito schon eine davon an den Kopf gekriegt hat, weil, guck mal, sein Stirnriemen, der ist völlig verschoben. Ah ja, Tatsache. Das muss erstmal korrigiert werden. Ah ja, so. So. Also wir reiten jetzt weiter die Swing-Golfbahn ab. Nee, Frisbee-Golf oder so heißt das. Na, auf was für Ideen die alle so kommen, ne? Und es ist auch tatsächlich total gut besucht, weil wir haben hier noch nie irgendjemanden das spielen sehen, aber diese hässlichen Körbe, die stehen hier überall rum. So, jetzt sehen wir auch mal, wo man hier überall reiten kann, in welche Richtung es geht. Nach oben geht's nach zu Hause. Da geht's nach Löning und da nach Bunn. Also gehen wir mal. Oben geht's zur Hase. Oh. Und nicht zur. Ah, ich habe mich schon gewundert, woher wollen die denn wissen, wo wir wohnen? Ja, aber also ich könnte es mir einbilden, aber er läuft wie so ein Gummi, so ein Flummi. Ja. So ganz genau. Weich irgendwie. Ja, leichtfüßig. Ja, genau. Und das ist so wie ich. Wenn ich irgendwo reinkomme, dann. Also so leichtfüßig, ne? Ja, so, so fühlt sich das an. Ich glaube, die Details wollen wir allen. Hallo? Nein, du bist natürlich ganz graziös. Ja, graziös. Graziös, genau. Das wäre die richtige Beschreibung für mich. Na, Vicky? Vicky ist schnell und flink und geschmeidig wie eine Gazelle. Ja. Und leicht wie eine Feder. Eine Gazelle? War das Tier mit dem Rüssel? Ah ja, guck, hier ist jetzt der Swing-Golf-Plan. Hasetal. Hier kann man sehen, dass das auch tatsächlich stimmt. Das ist der Swing-Golf. Ja, genau. So, haben wir genug Werbung gemacht fürs Hasetal. Jetzt haben wir schon einen Werbetrailer für den wenig kundenorientierten Hersteller von diesen Dingern hier. Vielleicht sind die ja gar nicht arrogant, aber es kommt so rüber, wenn man auf nichts reagiert, was man da hinschreibt. Also wenn man ja. Was ist denn hier passiert? Oh, ziehen sie aber gut hoch hier.
Jetzt haben wir wieder die niedersächsischen Berge, die extrem steil und lange nach oben gehen. Da müssen sich die Pferde richtig anstrengen. Eine Bremse wollte auch noch mit auf den Weg. Mhm. So, ich glaube, hier müssen wir geradeaus oder links? Links. Geradeaus geht aufs Feld, als du es gesehen hast. Feld. Das ist eine Wiese. Das ist ein Feld. Wenn Gras drauf ist, heißt das Wiese. Nein, es ist eine Feldwiese. Uah. Ich war vorne rübergefallen. Oh, ja. Ah, wir gucken mal. Ah ja, da läuft es. Mein Pferd läuft aus. Uah. So, fertig? Ach so, deswegen. Ah. Der Wald sieht auch nicht mehr so sehr vertrauenserweckend aus. Würdest du es schaffen, mit Campino zu traben? Logisch. Stopp, ich glaube, ich muss mal erst nachgurten. Alle anhalten. Campino ist nur am Wedeln. So, Gott. Jetzt haben wir mal AT im Bild. Ja. Mit ihrer tollen neuen Weste, die wirklich besser aussieht als die andere. Ja, also ne? Die ist auch wirklich besser. Ja, pass auf, wir sind auch Wurzeln, ne? Darfst du nicht so schnell fahren. So. Oh ja. Happy trabt im Galopp. Na egal, der kann halt nichts anderes. Oh, Happy, der zieht aber an, ey. Hui. Oh, staubig hier. Jetzt quasi ein Testritt nach den neuen, ich muss es ganz wirklich sagen, Hufen. Natürlich sind die Hufe nicht neu gemacht, sondern die Eisen und auch die ganze Hufstellung wurde ja optimal gemacht. So optimal, wie es geht bei Einmalbeschlag. War zwar wirklich schweineteuer, aber bei Campi merke ich jetzt schon, es wird viel, viel besser. Er fußt wirklich durch den ganzen Körper. Er geht freiwillig vorwärts, abwärts und er geht voller Elan hier. Und sonst war er immer eher so, ja, ich gehe hinterher, wenn es sein muss, aber nicht freiwillig. Und das muss ich sagen, ist richtig krass. Er kann jetzt ganz schnell abrollen vorne. Man sieht das richtig, wenn er über den Asphalt geht oder so, dass er wirklich da vorne hinkippelt. Und das scheint ihm richtig gut zu tun. Hast du irgendwas gemerkt? Ich habe dich ja nicht gesehen, nur von hinten. Also im Schritt hat er auf jeden Fall schon viel, viel mehr, ja quasi viel schwungvoller alles. Und jetzt im Trab, das war ein ganz anderes Gefühl. Der ist so richtig losgeschoben, aber nicht voll schnell, sondern wirklich so richtig, so, ja, sehr schwungvoll. Sehr schön. Und auch gar nicht fühlig. Mein Pferd hat auch neue Eisen. Ja. Neue
quasi also, neue Hufe, also Hightech-Hufe. Hightech-Hufe, ja. Finde da geil, ne? Männer finden Technik immer gut, aber ich hab euch der lief ja auch vorher mal top. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ein besseres Pferd gibt es sowieso nicht. Außer, dass er im Schritt immer hinfällt, ja, stolpert. Naja, der fällt ja nicht immer hin. Vielleicht. Der fällt, wenn er hinfällt, dann nur im Schritt. Ja, ja, genau. So, und jetzt sind wir eine halbe Stunde unterwegs. Er ist noch nicht einmal hingefallen. Also scheinen die Eisen super zu sein. Ja. Aber wir sind ja auch noch nicht gesprungen. Wenn du ein bisschen an der Seite gehst, auf deiner Spur bleibst, dann kannst du auch daneben kommen. Mein Spurhalteassistent ist kaputt. Weil Tampi will sogar den anderen. Das will Happy aber nicht. Happy sagt, er ist Chef. Da wird kein Campi daneben überholen gelassen. Und vor allen Dingen will er den da vorne nicht weglassen. So, Happy hat mal wieder automatisch die Gangart gewechselt. Ich möchte jetzt am liebsten auch losballern, weil das geht ja gar nicht, dass da vorne einer schneller ist als er. Da Happy ja so gut erzogen ist und immer auf das hört, was der Reiter macht, ist es überhaupt kein Problem, wenn man richtig Glück hat, dass er nicht abgeht. Gewonnen. Im letzten Moment überholt. Ja, zu spät. Ziel war da vorne. Ach nee, hier ist das Zielschild. Oh. Naja, man könnte sich einbinden, aber im Moment läuft er wie ein Turnschuh. Ja. So richtig so, auch im Galopp, so eine Flugphase. Nicht, ja, nicht dieses harte Aufsetzen, ja, die ganze Zeit, sondern so richtig mal einmal kurz Flug und der nächste, ja, und der nächste und auch viel schneller alles, ne? Tja, krass. Und auch beim Durchparieren stolpert er immer. Das bedeutet, wir brauchen jetzt einen Nebenjob, weil jetzt kosten die Eisen alle 6 Wochen 1.000 Euro. Ja. Oh Mann, ey. Ja. Aber es wird ja auch alles teurer sowieso, ne? Da kommt es da auch nicht mehr drauf. Ich glaube, das ist ein Thema, das brauchen wir nicht behandeln. Nein. Dann würde der Kameramann mal so richtig in Fahrt kommen. Ja, genau. Und schwupps, werden wir gelöscht. Ich finde das total krass, dass Küken selber jetzt die Sachen umsetzt. Weil da war eben dieser umgekippte Baumstamm wieder, wo so diese Baumwurzeln mit ganz viel Sand und Erde da so rausragen. Und da wollte er gucken, stehen bleiben und umdrehen. Und dann hat Küken ihn einfach davon weggestellt. Und dann schnurrte der so weiter. Also du darfst ihn die Sachen nur nicht angucken lassen. Dann hast du kein Problem. Aber total irre finde ich, auf dem Turnier stehen ja wirklich gruselige Sachen. Und da geht so drüber weg und hier dann halt so ein Blatt, was quer biegt. Ne? Jo, trag mal nochmal an. Das Wort Traben hat Happy jetzt noch nicht so gesagt. Trag mal nicht so schnell und konzentrier dich mal ein bisschen. Wieder los, ne? Ohne. Muss immer auf den Rest achten. Tja, was interessiert es mich, was hinter mir los ist? Was mich interessiert, wie vom Maté unter Bau hängt. Ja, egal. So, auf jeden Fall hat Happy irgendwie ein paar PS mehr jetzt. Ja. Ich mach hier auch. Dank holländischer neuer Spezialhufe. Aber ich glaube, der hat jetzt auch Alueisen, die sind ja leichter. Ja, Happy hat. Guck mal hier, Kampi. Ja. Und den lasse ich jetzt nicht laufen. Ne? Hier, guck mal hier. Jetzt und da geht er. Nein. Rennkampi. Das fühlt sich ganz, das fühlt sich jetzt nicht ewig an. Guck mal hier.
Peter muss ein bisschen Abstand halten, kann ich. Ja, der könnte plötzlich bremsen. Ja, er könnte plötzlich bremsen, so wie jetzt gerade eben bei dem. Oha! Herr Kameramann! Oh. Aber jetzt war Happy so schnell, dass er ganz das erst zum Schluss gesehen hat. Sonst hat er vorher immer schon eingezogen. Uiuiuiui. Ja, das ist der Sand, der hier hochgeworfen wurde. Ja. Hallo. Toll. Du hast das. Oh, Kampi. Das ist so angehört. Das mache ich nicht. Toll. Tja, Kampi findet seine neuen Hufe richtig toll. Oh, und Happy kommt gar nicht mehr hinterher. Oh, so Happy, da ist das nächste Hindernis für uns. Der letzte Reiter hat es leider nicht geschafft, weil seine Hand liegt da oben noch drauf. Ja, da hat jemand seine Hand verloren. Aber es ist halt auch ein gefährlicher Sport. Morgen alles machen. Oh. Richtig voll. So, also das hat sich wirklich bei Kampf zumindest voll ausgezahlt. Ja, der läuft, ne, wie auf Federn. Ne? Ganz toll. Die war auch, vor allen Dingen sind die sau schnell, ne? Ja. So, jetzt erkunden wir noch mal das kleine Nebengelände, weil der Reitverein hat nämlich einmal im Jahr hier ein Vielseitigkeitsturnier. Da wachsen immer noch mega große Pilze, die zum Wechseln. Ja, da wollte ich mit Happy auch mal teilnehmen, aber leider hat er schon vom Weiten gesehen, Hindernis, da gehe ich nicht hin. Auf alle ja war es besser. Mhm. In der Heide geht es ja auch, aber wenn er weiß, ist Turnier ist vorbei, dann blockiert er. So, jetzt kommen wir gleich auf das Turniergelände von Löningen-Böen-Bonn. Ah ja, hier hat Vicky auch schon mal geritten und hat auch, glaube ich, schon mal eine Schleife gekriegt für irgendwas. Ja. So, und das ist was für dich, Happy. Da können wir morgen mal, leider nicht gemäht, musst du vorher das Gras abfressen. Hier ist eine kleine Wellenbahn, so nennt sie sich. Da hinten sind ein paar Pferde, die das ganz aufregend finden, dass wir jetzt hier lang reiten. Es gibt gleich bestimmt wieder Stress. Also man muss nicht immer unbedingt gleich in die Lüneburger Heide fahren, um geiles Gelände zu kriegen, sondern man kann einfach auf Hof Eicheneck kommen, da Urlaub machen und dann hat man das hier alles vor der Tür. Ah ja, hier ist ein richtiger Einsprung. Das Vielseitigkeitsturnier ist auch immer recht anspruchsvoll hier. Ganz nett. Ich versuche da mal durchzugehen, mal gucken, ob Happy das macht. So, Happy, guck mal, da können wir quasi durchspringen. Nee, da kann man dran vorbei. So ist fein, komm. Naja, auf jeden Fall kann man hier reinspringen und man kann auch reingehen, wenn man ein Pferd hat, was das macht. Meins hat sich gerade dazu entschieden, es nicht zu machen und da hinten kann man wieder raus. Der Happy war übrigens die ganze Nacht bei uns auf dem, nee, den ganzen Nachmittag, gestern Abend bei uns auf dem Hof unterwegs, zusammen mit Joey, weil die Stalltür leider nicht zugemacht wurde. Und da sind sie auch überall drin gewesen, sie waren sogar im Pool, also mit der Nase zumindest. Echt? Die haben davor geschissen. Die waren überall. Und jetzt haben sie Schiss. Ah, guck mal, Kampi, das mutigste Pferd von allen. Naja, aber unsere Pferde wissen auch, wenn man unter AT ist, dann sagt man besser nicht, ich will da nicht lang. Weil dann kann es nämlich länger dauern. Ja. Zito kann sich noch nicht so ganz entscheiden. Das Wasser ist ja hier auch durchsichtig. Oh, guck mal, Happy. Jetzt findet Happy das auch gut. So, und da kann man rüberspringen. Ich wette mit dir, wenn ich den morgen mit Happy anreite, dann bleibt er davor stehen und ich lande im Wasser. Ja. Oh ja, du reichst den morgen an.
könnt ihr auch erstmal nur das nehmen. Na, stimmt. Man könnte erstmal damit anfangen. Guck mal, da reitet jemand. Mhm, genau. Super. So, jetzt haben wir die Wasserquelle auch. Ah ja, Mittagspause ist vorbei. Und ein Tor ist kaputt. Ja, Bremse. Oh, guck mal hier, wie es sieht, es scheint. Der scheint wirklich etwas verändert zu laufen. Voll angenehm, ne? Da warten. Und Tito ist den ganzen Weg vorweggegangen. Ja, also das hätte ich jetzt, habe ich gehofft, aber... Warte. Also, dass das so ein krasser Unterschied ist. Guck hier, bei Happy liegt der überall gleichmäßig. Der ja. liegt bei ihm auch. Gleichmäßig. Ja. Happy, lass das doch mal. Campi ist jetzt ein Einohrpferd. Ah. So. Ja, im Anhänger ist gut, ne? Im LKW. Da ist schön warm, da braucht ihr nicht frieren. Oh, guck mal, was für ein gelassenes Pferd ich habe. Ja. Es war ihm noch nicht mal eines Blickes wert. Kannst du da, leg einfach auf die, egal wohin. Dieses komische Teil wurde übrigens von deinem Ex-Mann gebaut. Das ist wahrscheinlich extra gebaut worden, um... mich zu erschlagen. Nimm dir das hier mal mit Komplettgeschirr runter. Ja, ich baue das hier mal alles auseinander. Damit man es danach besser wieder alles zusammenbauen muss. Hm? Ich oder Happy? Ihr beide. Komm. Zurück. Mein Pferd kann nicht zurückgehen. Zurück. Zurück. Düt, düt. Düt. Ja, siehst du? Das reicht schon.